Yo, was geht ab? Burning Crow hier und willkommen zu den Banditen-Herausforderungen. Alle 10 auf einen Blick. Und ja, wir fangen direkt mal mit der ersten an. Die ist ganz einfach. Überfalle 5 Stadtbewohner. Dafür einfach mit der Waffe in der Stadt auf eine Person zielen und dann auf Ausrauben drücken. Das macht ihr 5-mal und ja, dann habt ihr die erste Challenge abgeschlossen. Für die zweite Banditen-Herausforderung sollen wir zwei Kutschen überfallen oder abliefern beim Hehler? Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich von Valentine eine Kutsche bestellt habe zu Emerald Ranch. Und als ich in Emerald Ranch angekommen bin, habe ich die Kutsche überfallen. Heißt, ich bin hinten rangegangen, habe mir die Sachen geschnappt. Dann habe ich die Kutsche gestohlen, bin zum Hehler in der Emerald Ranch geritten. Deswegen haben wir auch die Kutsche dorthin gebracht und habe sie verkauft. Somit ist die Challenge auch abgeschlossen und wir können zu Nummer 3. Bei der dritten Herausforderung sollen wir an einem Tag die Kassen von 4 verschiedenen Geschäften ausrauben. Ich habe in Saint-Denis angefangen, weil da gibt es direkt zwei Geschäfte, die nah beieinander sind. Und zwar habe ich beim Gemischtwarenhändler angefangen, dann bin ich hoch zum Büchsenmacher. Von dort aus bin ich nach Rhodes geritten, habe da noch eine Kasse überfallen und zu guter Letzt in Valentine den Gemischtwarenhändler ausgeraubt. Ihr könnt auf den Kassierer zielen, ihn darum bitten, dass er die Kasse aufmacht oder aber auch den Kassierer erschießen und einfach die Kasse selber aufmachen und plündern. Achtet dabei darauf, dass es morgens ist, denn dann habt ihr ein größeres Zeitfenster, um die Kassen auszurauben. Bei der vierten Herausforderung sollen wir drei beliebige Kutschen überfallen oder abliefern. Das Gute ist, man kann die überfallen und abliefern. Heißt, wir fangen wieder in Valentine an, holen uns eine Fahrt zur Emerald Ranch, überfallen den Wagen, heißt, wir gehen hinten dran und plündern den. Dann liefern wir den ab, holen uns eine Fahrt zurück nach Valentine und plündern den dort wieder. Und dann ist die Herausforderung auch schon wieder abgeschlossen. Bei der Banditenherausforderung Nummer 5 sollen wir in einem Gebiet ein Kopfgeld in Höhe von 250 Dollar ansammeln. Da braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ich habe mich hier in Valentine verkämmt, habe ein paar Gesetzeshüter abgeschossen, so dass ich ein Kopfgeld von 250 Dollar hatte. Und dann war die Challenge auch schon abgeschlossen. Bei der nächsten Herausforderung sollen wir 5 Pferde stehlen und sie beim Pferdehehler in Clemens Cove verkaufen. Der Pferdehehler in Clemens Cove, der ist etwas nördlich von Rhodes. Und ich habe einfach Pferde, die in der Nähe waren, genommen. Am besten gehen sogar Kutschen, weil da sind meistens 2 bis 4 Pferde drauf. Und da geht das relativ schnell. Man sieht den Pferdehehler allerdings nur auf der Map, wenn man auf einem Pferd sitzt. Bei der siebten Banditenherausforderung sollen wir Geld und Wertgegenstände im Wert von 50 Dollar von Stadtbewohnern und Reisenden stehlen. Da habe ich einen guten Trick, und zwar machen wir einen Zugüberfall. Dazu einfach eine Fahrkarte zur Rick Station kaufen. Von da aus dann hier den Wasserturm hoch. Vom Wasserturm können wir auf den Zug springen. Dann warten wir eine kleine Weile, bis der Zug losfährt. Und laufen dann ganz nach vorne und halten den Zug an, töten die Wachen und rauben den Zug aus. So haben wir relativ schnell die 50 Dollar zusammen in Wertgegenständen und Geld. Und wenn man den Zug dann fertig ausgeraubt hat, kann man einfach vom Zug runter und abhauen. Bei der achten Herausforderung müssen wir 7 Wagen stehlen und an den Hehler in Emerald Ranch verkaufen. Und weil wir das Ganze schon kennen, nur mit dem Unterschied, dass wir diesmal nicht ausrauben müssen, heißt, wir müssen wirklich jeden Wagen einzeln stehlen und verkaufen, dauert das natürlich länger und es ist echt nervig. Also wir nehmen wieder den Wagen von Valentine zur Emerald Ranch, stehlen dann den Wagen, bringen den zum Hehler, gehen von Emerald Ranch wieder zurück nach Valentine, von Valentine wieder zurück nach Emerald Ranch, stehlen den Wagen, bringen ihn wieder zum Hehler und das machen wir, bis wir 7 Wagen verkauft haben. Wie gesagt, das ist echt nervig, diese Herausforderung, aber das ist, wie ich fand, der schnellste Weg. Bei der Banditenherausforderung Nummer 9 sollen wir 3 Personen fesseln und auf die Gleise legen. Was mir aufgefallen ist, man muss nicht gleichzeitig 3 Personen auf den Gleisen liegen haben, sondern man kann das auch einzeln machen. Ich habe das hier bei Emerald Ranch gemacht, es ging ziemlich leicht, weil da spielen immer ein paar Leute Domino. Die habe ich einfach gefesselt und auf die Gleise gelegt. Und das ist eigentlich schon die Herausforderung. Eigentlich einer der einfacheren Herausforderungen, wie ich fand. Kommen wir nun zur letzten Herausforderung, Banditenherausforderung Nummer 10.
Hierfür sollen wir 5 Zugüberfälle abschließen, ohne zu sterben oder gefasst zu werden. Wie bei dem vorherigen Zugüberfall habe ich das so gemacht, ich bin zur Rickstation gefahren, habe mich dann auf den Zug geschlichen. Als wir dann auf der Brücke waren, habe ich den Zug angehalten, habe den Zug ausgeraubt und das Ganze habe ich dann 5-mal gemacht. Allerdings reicht es bei diesem Zugüberfall, wenn man einfach nur eine Kleinigkeit stiehlt. Also man kann auch einfach auf den fahrenden Zug springen und dann irgendwas mitnehmen, wieder runterspringen und das Ganze 5-mal machen, ohne halt zu sterben oder gefasst zu werden. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.